Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar. Heute zum Thema: Erfüllen moderne Multicore-Systeme die Anforderungen der ISO 26262? Ich möchte uns kurz vorstellen. Gastredner am heutigen Webinar ist Herr Christian Berg von der Firma Cisco. Guten Hallo, Herr Tag. Berg. Hallo, guten Tag zusammen. Außerdem wieder mit dabei ist mein Kollege der Technik, Herr Ingo Niklas. Hallo, Herr Niklas. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Winfried Schröder. Ich bin Business Development Manager bei Vector Software und darf Ihnen heute das Webinar moderieren. Wir beginnen wie immer mit einigen allgemeinen Informationen zum Webinar. Verwenden Sie bitte die PC-Lautsprecher, einen Kopfhörer oder ein Telefon für die akustische Übertragung. Sie sind als Teilnehmer immer stumm geschaltet. Falls während des Webinars Fragen auftreten, können Sie diese im Fragenfenster schriftlich an uns richten. Wir werden Sie dann am Ende des Webinars beantworten. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und online gestellt, sodass man sich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen kann. Den Link erhalten alle Teilnehmer dazu in Kürze. Falls es zwischendurch zu Übertragungsschwierigkeiten kommt, überprüfen Sie bitte zunächst Ihre Internetverbindung, beenden Sie gegebenenfalls die Webinar-Software oder starten Sie Ihren Browser neu. Falls alles nicht hilft, das Webinar wird aufgezeichnet. Sie können es sich auch jederzeit später anschauen. Unsere Agenda für heute: Ich werde einige wenige Worte über Vector Software und Vectorcast sagen. Danach wird Herr Berg in seinem Vortrag die Frage beantworten, ob moderne Multicore-Systeme die Anforderungen der ISO 26262 überhaupt erfüllen können. Anschließend gibt Ihnen Herr Niklas eine kleine Live-Demo. Und zum Schluss, wie gerade schon erwähnt, beantworten wir Ihre Fragen. So, kommen wir zu Punkt 1 auf unserer Agenda für heute. Unser Unternehmen Vector Software. Wer ist Vector Software? Wir sind der führende Anbieter von Lösungen für den Test von Embedded C, C++ und ADA-Anwendungen. Wir sind ein US-basiertes Unternehmen, das 1990 von unseren heutigen Geschäftsführern, zwei Ingenieuren, gegründet wurde. Die beiden haben damals als Dienstleister für die Avionics Software getestet, die nach der D178B zertifiziert werden musste. Das manuelle Testen von Software eine recht langwierige, aber auch sehr generische Aufgabe ist, sind Sie damals auf die Idee gekommen, ein Programm für den automatischen Software-Test zu schreiben. 1994 wurde dann die erste Version von Vectorcast veröffentlicht. Warum ist diese Information möglicherweise interessant für Sie? Nun, Vectorcast ist von Beginn an für den Test von Embedded Software entwickelt worden und wird bereits seit mehr als 20 Jahren für den Test von sicherheitskritischer Software eingesetzt. Unsere Zentrale befindet sich in East Greenwich, in Rhode Island. Das liegt an der Ostküste der USA, ungefähr in der Mitte zwischen New York und, ja, in der Nähe von New York. Wir sitzen hier im schönen Kempen am Niederrhein. Das liegt in der Nähe von Krefeld bzw. Düsseldorf, was einige von Ihnen möglicherweise kennen. Natürlich verfügen wir über ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen und Distributoren. Wir haben heute Kunden in nahezu allen Industriezweigen. Früher stammen unsere Kunden überwiegend aus der Luft- und Raumfahrt, der Bahn und der Verteidigung. Die größten Zuwachsraten haben wir heute jedoch in der Automobilindustrie, der Medizin und der Automatisierungstechnik. Der Grund dafür ist die funktionale Sicherheit, die heute in nahezu allen Industriezweigen Einzug gehalten hat. Grundsätzlich bringt der Einsatz unserer Testlösung Vectorcast drei wesentliche Vorteile. Gut getestete Software führt zu einer höheren Qualität der Produkte, was zu besseren Umsätzen und einer hohen Kundenloyalität führt. Darüber hinaus führt das Change-Based Testing bzw. das änderungsbasierte Testen zu einer schnelleren Markteinführung, was die Konkurrenzfähigkeit steigert. Und nicht zuletzt führt der Einsatz unserer Lösung zu einer nachhaltigen Reduzierung der Entwicklungskosten. Wenn wir auf das traditionelle V-Modell schauen, finden wir die Vectorcast-Lösungen unten und auf der rechten Seite im Bereich System- und Modultests. Was man außerdem sehen kann, ist, dass sich Vectorcast mit vielen Werkzeugen integrieren lässt, die der ein oder andere vielleicht schon im Einsatz hat. Seien es Werkzeuge zum Anforderungsmanagement, AMM-Tools, Modellierungswerkzeuge oder Werkzeuge zur statischen Analyse.
Natürlich bietet Vectorcast Integration zu nahezu allen am Markt befindlichen Embedded Compilern. Die Art, wie wir die Softwareentwicklung und insbesondere den Software-Test betrachten, hat einen evolutionären Ansatz. Es gibt Unternehmen, die nur recht wenig testen, normalerweise mit einer statischen Analyse beginnen. Andere wollen mit einer Codeabdeckungsanalyse aus dem Systemtest zumindest sicherstellen, welche Funktionen getestet wurden. Wir unterstützen unsere Kunden darin, ihren Testprozess zu optimieren und von der linken Seite möglichst weit nach rechts zu gelangen. So, das war's in Kürze von Vector Software. Ich reiche nun den Bildschirm und das Mikrofon weiter an unseren Hauptredner, Herrn Christian Berg von Cisco und seinem Vortrag. Alles klar, vielen Dank. Jetzt muss ich gerade wegen des Bildschirms nochmal schauen. Gut. Ja, mein Name ist Christian Berg. Ich arbeite bei der Cisco AG als Solutions Architect und bin verantwortlich für den technischen Kontakt zu allen unseren Automotive-Kunden weltweit und erhalte dort die technischen Präsentationen und erkläre halt unsere Produkte. Die Cisco AG ist im Augenblick ungefähr etwas mehr als 120 Leute stark. Wir sind 1991 gegründet worden, also das heißt, wir feiern dieses Jahr unseren 25. Geburtstag und sind seit 2012 eine unabhängige Gruppe des Thales-Konzerns. Unser Hauptquartier liegt in Deutschland, im Speziellen in Mainz. Wir haben aber auch noch Büros in Frankreich, in der Tschechischen Republik und UK. Den Rest der Welt decken wir über Distributoren oder Partner ab. Zu unserem Hauptprodukt zählt PikeOS, ein zertifizierbares RTOS, was auch ein Safe and Secure Hypervisor sein kann. Wir können mit PikeOS verschiedene Kritikalitäten in einem System vereinen, das heißt, verschiedene Partitionen können unter verschiedenen ASIL-Leveln laufen. Wir haben auch schon mit PikeOS Multicore-Zertifizierung bestanden, im Speziellen im Bahnbereich. Hier haben wir den höchsten Level, den SIL-4-Level, erreicht, haben also da schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Als europäisches Unternehmen sind wir ohne irgendwelche Exportrestriktionen, speziell diese US-Exportrestriktion ITER, trifft auf uns nicht zu. Das heißt, auch hier beschränken uns keine weiteren Regeln, wo wir hin liefern können. Als zweites Produkt im Angebot haben wir unsere Embedded Linux-Distribution Elinos. Hier haben wir eine komplett eigene Industrial Grade Linux-Distribution nennen wir das, zusammengestellt. Wir haben unsere eigenen Tools entwickelt, um die Paketverwaltung zu bewerkstelligen. Zusammen mit PikeOS können wir beides unter unserer Eclipse IDE Codeo konfigurieren und zusammenführen. Und mit Elinos unterstützen wir auch die gängigen Hardware-Plattformen, die im Embedded-Markt üblich sind. x86, PowerPC, ARM sind unsere Hauptarchitekturen. Andere können wir aber auch auf Anfrage unterstützen. Als Zertifizierungsunternehmen bilden wir auch sehr viel Service-Angebote an. Wir können uns auf 20 Jahre Erfahrung in der Zertifizierung zurückblicken, können unsere Kunden da also sehr gut unterstützen. Außer als Zertifizierungsservices bieten wir natürlich auch Entwicklungen im Bereich für Treiber, für PikeOS oder Linux an und machen auch sonstige Softwareprojekte. Das war jetzt die kurze Firmenvorstellung. Kommen wir zu dem Thema des heutigen Tages. Wie können Multicore-Systeme mit der ISO 26262 vereinbart werden? Und ich wollte da etwas über unsere Erfahrungen in der Zertifizierung sprechen.
Zuerst einmal, was eigentlich genau ist Zertifizierung? Zertifizierung ist die Bestätigung bestimmter Charakteristika von Objekten, Personen oder Organisationen. Meistens kommt diese Bestätigung durch ein externes Audit oder Assessment zustande. Dadurch, dass hier zwei Parteien aufeinandertreffen, im Prinzip wir und der Review oder Auditor, kommt es natürlich immer zu Diskussionen und da muss man sich abgleichen und argumentieren, seine Sachlage darlegen und am Ende hoffen wir dann zusammen mit den Zertifizierungsbehörden immer ein erfolgreiches Übereinkommen zu finden. Aber Zertifizierung ist sehr komplex. Der eigentliche Source Code ist im Prinzip der geringste Teil der Arbeit. Viel mehr Arbeit nimmt die ganzen Dokumentationen ein. Hierzu zählen Planungs- und Requirements-Dokumente, sehr viel Test- und Verifikation und Qualität- und Qualitätsmanagement-Aktivitäten. Hinzu kommt noch, dass es sehr viele verschiedene Zertifizierungsstandards gibt. Im Prinzip hat jede Industrie ihren eigenen Satz an Standards, die wir beachten müssen. Hier haben wir aber in allen Bereichen schon Erfahrung gesammelt und können somit in jedem Industriebereich unsere Kunden unterstützen. Was brauchen wir, um zertifiziert werden zu können? Auf der einen Seite haben wir die Firma, also die Organisation, die bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Hier geht es meistens darum, dass man als Firma Prozesse vorweisen muss, die man implementiert hat, so dass es ganz klar ist, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement oder Software Lifecycle Prozesse halt angewendet werden, dass sie dokumentiert sind und dass wir dort nachweisen können, eine adäquate Management der ganzen Entwicklung und auch des Software Lifecycles halt nachweisen zu können. Das Projekt und Produkt selber unterliegt natürlich auch den Bedingungen der Zertifizierung. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir während der Entwicklung und der Verifikation hinterher natürlich den Regeln, die das Unternehmen sich vorgegeben hat, halt nachkommen, als auch den Regeln der jeweiligen Spezifikation gerecht werden. Hierbei kommt es natürlich darauf an, dass wir A, die Software erzeugen, als auch die ganze Dokumentation zu Requirements, Design und Test. Nicht das, ganz am Schluss kommt natürlich auch noch die Kundenerwartung ans Ran. Das heißt, hier müssen wir sehen, dass wir die Entwicklung so gestalten, dass wir genau so entwickeln, dass wir halt kompatibel zu den speziellen Standards sind, die der Kunde uns ranträgt. Und wir müssen natürlich auch darauf Acht geben, dass die PikeOS in die Umgebung des Kunden halt gut reinpasst und integriert werden kann. Was bedeutet das in Bezug auf die ISO 26262 für PikeOS? Wir haben das exemplarisch mal durchexerziert an unserer zertifizierten PikeOS Version 3.4. Für uns gelten im Prinzip die Teile 6 und 8 aus der ISO 26262-Spezifikation. Hier geht es darum, welche Regeln halt für die Softwareentwicklung gelten. Die anderen Teile der ISO beziehen sich eher auf die Hardware- oder Systemebene. Das ist etwas, was dann von dem Kunden übernimmt. Das heißt, wir unterstützen in dem Bereich der Softwareentwicklung, können dort die entsprechenden Dokumentationen bereitstellen. PikeOS hat ein sehr klares Interface zu dem Benutzer und Sicherheitsintegrator. Wir stellen also den ganz umfänglichen Satz an Dokumentationen bereit, was halt die Anforderungen, den Design-Test, die Verifikation angeht. Gerade auch Traceability, das bedeutet, dass halt jede Anforderung zurückverfolgt werden kann in den Source-Code. Das heißt, es gibt bei uns keine Funktionalität in dem OS, welche nicht durch eine bestimmte Anforderung in einer Anforderungsdokumentation gerechtfertigt ist. Dazu stellen wir auch andere Safety-Dokumentationen bereit, den sogenannten Safety Case und das Safety Manual zum Beispiel, sodass wir hier in unserem CertKit genügend Dokumentation haben, um also eine reibungslose Integration
in den Safety-Prozess unserer Kunden zu gewährleisten. Um das nochmal aus Sicht des V-Diagramms darzustellen, hier ein Bild aus der ISO-Spezifikation. Wir sehen hier das V-Diagramm mit den entsprechenden Kapitelnummern und wir haben hier geschaut, welche und wir alle Phasen und alle Anforderungen der einzelnen Kapitel hier erfüllen. Und das tun wir mit PyQS und unser CertKit stellt also für jede Phase die entsprechende Dokumentation bereit. PyQS selber ist in den letzten Jahren schon zu verschiedensten Standards zertifiziert worden. Wir haben einmal hier oben den Transportation Sektor, also im Bahnbereich, den höchsten Level 4 erreicht. Wir haben mit einem Partner zusammen schon eine ISO-Zertifizierung gemacht. Wir sind sehr stark im Luftfahrtbereich unterwegs, aber auch in der Industrienorm haben wir schon einige Zertifizierungen hinter uns. Im Augenblick arbeiten wir auch an Security-Zertifizierungen, sodass wir auch diesen Bereich abgedeckt haben. Wie schon erwähnt, wir haben über 20 Jahre Erfahrung. Die meisten unserer Ingenieure haben auch Erfahrung in Zertifizierungsprojekten. Wir haben sehr langjährige Mitarbeiter, die dort schon die eine oder andere Zertifizierung hinter sich gebracht haben. Das heißt, wir machen alles in-house und geben das nicht nach draußen. Das alles machen wir mit dem gleichen Produkt. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen PyQS. Es gibt jetzt nicht einen PyQS für Luftfahrt, eins für Automotive oder Industrie. Das heißt, hier haben wir eine gemeinsame Codebasis, die also auch vereinfacht, dass wir halt verifizieren und den Code entsprechend pflegen können. Soweit zur Zertifizierungstheorie. Lassen Sie uns zu dem Multicore-Beispiel kommen, das ich anführen wollte heute. Ich habe hier mal exemplarisch ein einfaches Multicore-System aufgezeichnet. Wir sehen zwei Cores, die sich einen gemeinsamen Level-2-Cache teilen, so ein Kohärenzmodul. Dann geht es raus auf den Prozessorbus, Hauptspeicher. Das heißt, das ist so das kleinste, einfachste Multicore-System, was wir uns vorstellen können. Was sind jetzt die speziellen Schwierigkeiten, die wir in Bezug auf eine Zertifizierung sehen? Einmal sind es Hardware-Interference Channels. Das bedeutet, dass wir hier Störkanäle haben, wenn wir von beiden Cores auf gemeinsame Ressourcen wie zum Beispiel den Hauptspeicher zugreifen. Hier ist nicht unbedingt klar, ob der eine Core den anderen stört und wie sich das auswirkt. Dafür haben wir eine genaue Analyse, auf die ich nachher eingehen werde. Andere Gründe sind zum Beispiel, dass die meisten Multicore-Systeme ja schon richtig ausgewachsene SoCs sind. Das heißt, wir haben hier sehr viel Peripherie, sehr viel Funktionalität schon auf dem Chip selber drauf. Und die Chips sind nicht unbedingt dafür ausgerichtet, jetzt direkt Safety-Features zu implementieren. Das heißt, wir haben nicht immer bei jeder Plattform genügend Robustness gegen Störeinflüsse. Das heißt, hier sind nicht unbedingt immer alle SoCs für Sicherheitsanwendungen gebaut. Das heißt auch, dass wir zum Teil sehen, dass nicht alle Cores eine komplette Dokumentation bereitstellen. Zum Teil sehen die Chip-Hersteller auch einige Teile ihres Designs als proprietär an und tun sich da sehr schwer, mit entsprechender Dokumentation rauszuliefern, was es in der dann Zertifizierungsphase nicht so einfach macht, weil die Zertifizierungsagenturen schon auch Dokumentation über die Hardware sehen wollen. Und eventuell gibt es auch einfach undokumentierte Dinge, die wir dann gar nicht beachten können, weil wir sie vielleicht gar nicht sehen und erst im späteren Verlauf des Produktlebens halt Probleme auftreten. Das kommt auch zum letzten Punkt jetzt hier zum Tragen. Multicores sind zwar jetzt schon recht etabliert, aber im Vergleich zu Singlecores haben sie noch keine so lange Historie in der Anwendung. Das heißt, auch hier tun sich noch viele Zertifizierungsbehörden schwer, Multicore-Designs zu akzeptieren, wenn es um sehr hochkritische Anwendungen geht. Bezogen auf unsere Beispielplattform, welche Peripheriegeräte sind denn hier jetzt geteilt? Also die Cores selber haben
ihre eigenen privaten Level-1-Caches. Das heißt, die sind recht unabhängig voneinander, aber sie greifen schon über einen gemeinsamen Level-2-Cache auf den gemeinsamen Hauptspeicher zu. Und auch das Kohärenzmodul, was den Abgleich der beiden Level-1-Caches bewerkstelligt, ist natürlich eine geteilte Ressource zwischen den beiden Cores. Dieses und halt auch eventuell undokumentierte Interferenzkanäle können also dazu führen, dass wir bestimmte Effekte sehen, die unsere Worst-Case-Timing-Analyse beeinflussen können. Weil wenn wir in ein Zertifizierungsumfeld gehen, müssen wir halt immer beweisen können, dass Applikationen oder auch andere Aktionen in einer gewissen Zeit deterministisch ausgeführt werden und dass wir hier keine unbegrenzten Laufzeiten haben, die wir also nicht abstimmen können oder abbestimmen können, wie lange sie denn dauern. In Bezug auf die Cache-Hierarchien haben wir eine Analyse gemacht. Hier gibt es den Kohärenzmanager, der halt abgleicht, welche Daten in den beiden Level-1-Caches der Cores vorkommen, sodass halt immer alle Cores, die in einem System sind, das gleiche Abbild des Hauptspeichers sehen. Im Prinzip hier ein kleines Beispiel. Wir haben ein Array, wo halt jeder Core seine eigene ID einfach inkrementiert. Also im Endeffekt hatte die Datenstruktur, wird nicht über die einzelnen Cores geteilt. Das heißt, jeder erhält halt so nur seinen eigenen Eintrag in diesem Array. Aber es kommt zu einem sogenannten Fault Sharing, je nachdem, wie dieses Array halt im Speicher liegt. Würde dieses Array über zwei Cache-Lines lappen, wie hier angezeigt, dann kann es vorkommen, dass wir halt, dass der Kohärenzmanager annimmt, er müsste halt die Level-1-Caches der jeweiligen anderen Cores updaten, obwohl hier gar kein richtiges Teilen von Daten, gemeinsames Nutzen von Daten vorkommt. Wie das dann tatsächlich aussieht, haben wir gemessen hier im Beispiel von einem Intel und einem AMD-Prozessor. Wenn man sich das anschaut, betrachten wir erst den Fall, dass wir Datenregionen haben, die tatsächlich getrennt voneinander liegen. Die schwarze Linie zeigt hier das Verhalten eines Cores an, der schreibt, wobei der zweite Core halt in diesem System abgeschaltet ist. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip im Single-Core-Betrieb und wir sehen hier sehr schön die Cache-Hierarchien in den einzelnen Plateaus dieses Graphen. Das heißt, hier wird der Level-1-Cache zu 32 Kilobyte groß sein, dann wird die Zugriffszeit größer auf den Level-2-Cache, der so 4 Megabyte groß ist in der Architektur. Und auch da, wenn hier die Größe erreicht ist an seinen transferierten Datenblöcken, die darüber hinausgehen, fällt dann die Zugriffszeit auf das Level des Hauptspeichers ab und bleibt danach konstant. Wenn ich jetzt den zweiten Core hinzunehme, egal ob der nun schreibt oder liest, man sieht, dass das Bild im Prinzip ähnlich bleibt. Ja, wir haben einen kleinen Performance-Verlust, weil der Level-2-Cache schneller sozusagen zur Neige geht, weil es zwei Cores darauf arbeiten. Aber wir haben ein doch recht homogenes Bild, was uns hier ermöglicht, eine Worst-Case-Analyse zu machen. Das Bild ändert sich, wenn wir auf gemeinsame Daten zugreifen. Das heißt, wir haben jetzt hier Datenregionen, wo beide Cores sozusagen auf den gleichen Datensätzen arbeiten. Hier kommt es zu großen Beeinflussen durch die Kohärenzeinheit, die zwischen den Cores halt abgleicht. Und man sieht, okay, in dem Falle, wo noch ein Core alleine im System arbeitet, haben wir den gleichen Graphen wie zuvor. Aber sobald der zweite Core anfängt zu schreiben oder zu lesen, wird die Sache sehr erratisch und wir können kaum noch sagen, wie sich das System verhalten wird. Beim Lesen des zweiten Cores geht es meistens noch, aber gerade beim Schreiben, wo halt viele Kohärenzaktionen stattfinden müssen, können wir also gar keine Vorhersage mehr treffen, wie sich ein System verhalten wird. Und wir haben hier nur zwei Cores, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir jetzt 4 oder 8 Cores in Betracht ziehen, da ist dann keine Aussage mehr möglich. Das bedeutet für uns wieder für die Zertifizierungsaspekte, wir müssen versuchen, mit einer statischen Partitionierung der CPUs eine gewisse Trennung der verschiedenen
Speicher zu erreichen. Gerade auch Load Balancing Algorithmen sind im Zertifizierungsumfeld nicht in Benutzung, weil dort auch eine Vorhersage über Ausführungszeiten kaum noch möglich ist. Wir müssen kontrollieren, dass entsprechende Ressourcen exklusiv für verschiedene Partitionen zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen also Kontrolle über die Verwendung der Ressourcen behalten, dieses sogenannte False Sharing ausschalten, entweder gar keine Multicore-Entwicklung machen, das ist genau das, was wir nicht wollen, oder durch vernünftiges Datenalignment halt sicherstellen, dass wir dort nicht zufälligerweise in diese Falle tappen. Das Betriebssystem selber birgt auch noch durch seine Synchronisationsobjekte Gefahren. Hier zum Beispiel der Global Kernel Lock, wie er sich nennt. Das heißt, wenn kritische Systemaktionen angefordert werden von einem Core, könnte es sein, dass wir in so eine kritische Section im Kernel kommen, wo halt dann für andere Cores kurzfristig die Ausführung gesperrt wird. Da müssen wir halt als OS-Hersteller darauf achten, dass wir so gut wie gar keine oder wenn nur ganz kurz diese Logs benutzen, um halt hier die Performance entsprechend hochzuhalten. Wie schaffen wir das, diese statische Partitionierung jetzt auf unser System anzuwenden, dass wir also eine kritische Applikation absichern können und von externen oder von Einflüssen der anderen Cores zu isolieren? Einmal wollen wir uns dieses PalcOS-Architektur als Blockdiagramm einschauen. Wir setzen also auf dem Target-Bootloader des Boards auf. U-Boot bei ARM ist sehr verbreitet oder halt ein BIOS oder EFI-Loader auf x86-Maschinen. Hier haben wir den Kernel, der zuerst startet. Der ist in drei geteilt in unserem Fall. Wir haben das Architektur-Support-Package, welches festlegt, welche Architektur hier unten läuft. Also ist es jetzt ein x86, ein ARM oder PowerPC. Auf der Plattform-Seite haben wir das Plattform-Support-Package hier. Differenzieren wir also zum Beispiel verschiedene ARM-Plattformen voneinander. Da kommt es darauf an, wie sind Interrupts angeschlossen, wo liegen bestimmte Timer und sowas auf dem Board. Und das wird hier abstrahiert, sodass der eigentliche Microkernel dann generisch für alle Architekturen gleich ist. Der zweite Teil von PalcOS ist die sogenannte Systemsoftware. Die Systemsoftware baut diese Partitionierung auf, lädt die verschiedenen Gäste oder auch nativen Applikationen. Das heißt, wir können richtige Betriebssysteme als Hypervisor hier laufen lassen. Das kann paravirtualisiert oder hardware-virtualisiert geschehen, je nachdem, ob die Hardware-Virtualisierung unterstützt. Native Applikationen können auch gestartet werden. Das heißt, hier haben wir einen direkten Zugriff der Applikation auf unser PalcOS Altos. Das wird oft angewendet, um halt zertifizierbare Applikationen zu schreiben, da hier der Overhead recht klein ist. Wir können durch unsere Trennung halt gewährleisten, dass eine nicht zertifizierbare Partition neben einer zertifizierten Partition läuft und die Trennung, unsere Separierung der einzelnen Partitionen ist bei PalcOS so stark, dass also hier ausgeschlossen werden kann, dass eine Beeinflussung der einzelnen Partitionen untereinander vorkommt. Treiber können auch hier als Partitionsebene implementiert werden. Je nach Anforderung gibt es aber auch die Möglichkeit, die Treiber auf System- oder Kernel-Level zu betreiben. Hier gelten natürlich erhöhte Anforderungen an die Entwicklung, da die Treiber jetzt mit der gleichen Privilegstufe wie die jeweilige Systemsoftware oder der Kernel läuft. Das heißt, hier besteht die Gefahr, dass fehlerhafte Treiberimplementierung das ganze System in Gefahr bringt. Sie liegen natürlich damit auch im Zertifizierungspfad. Das muss man sich hier in der Architekturphase genau überlegen, ob es notwendig ist, wirklich Treiber an der Stelle zu haben oder ob sie nicht besser als Treiber in einer Partition aufgehoben sind. Wir haben also jetzt hier mit einer Partitionierung unsere Ressourcen erreicht. Ich kann also pro Partition festlegen, wie viel RAM zur Verfügung stellt. Ich kann festlegen, welche Partition auf welche Peripherie zugreifen kann. Das heißt, ich habe hiermit schon eine ganz gute Trennung, zumindest auf der Ressourcenseite, erreicht. Nur, wie schaut es aus mit der Rechenzeit? Ich muss ja Garantien geben, um also den einzelnen Partitionen auch entsprechend
Rechenzeit zur Verfügung zu stellen. Hier haben wir ein Beispiel aus einem Zertifizierungsprojekt, in dem 4 Cores zur Verfügung standen. Wir hatten 4 Ressourcenpartitionen, die jeweils in 3 Zeitpartitionen liefen. Das heißt, die Zuordnung war hier, dass Partition 1 und 4 gemeinsam in Zeitpartition 1 liefen. Zeitpartition 2 hatte Zugriff auf 3 Cores, nämlich A, B und D. Und Zeitpartition 3 war exklusiv für diese kritische Partition 3 vorbehalten, die auch ihren eigenen Core hatte. Wenn wir uns das zeitlich anschauen, sehen wir, dass halt in Zeitpartition 1 hier 2 Ressourcenpartitionen parallel laufen. Die sind recht unkritisch, das heißt, hier haben wir keine Anforderungen, die uns zwingen, das Sharing oder den Kohärenz oder Level 2 Cache besonders zu betrachten. Dann in der Zeitpartition 2 wird umgeschaltet, die nächste Ressourcenpartition kommt dran, die hat sogar jetzt 3 Cores gleichzeitig zur Verfügung, auf denen sie rechnen kann. In der Phase, wo unsere kritische Partition Nummer 3 läuft, haben wir die anderen Cores stillgelegt, sodass wir hier den kritischen Core isoliert haben, um zu vermeiden, dass wir irgendwelche Störungen von den anderen Partitionen bekommen, weil wir da nicht kontrollieren können, ob vielleicht eventuell gerade ein DMA-Transfer stattfindet oder nicht. Das heißt, während der kritischen Phase ist wirklich nur der Core, der die kritische Applikation enthält, lauffähig. Und so haben wir halt die ganzen Probleme von vorher eliminiert, dadurch, dass wir jetzt die Ressourcen als auch die Zeiten so aufgeteilt haben, dass wir alle Störfaktoren ausschließen. Das mag auf den ersten Blick nicht sehr ökonomisch sein oder einem vorkommen, aber wenn man bedenkt, dass man, um das Problem anders zu lösen, einen komplett separierten Chip vielleicht auf das Board mitnehmen müsste, der halt für die Echtzeitanforderungen verantwortlich sind, kann man hier sehen, dass wir jetzt mit so Multicore dann doch Gewicht, Strom und auch Preis sparen können, weil wir hier wirklich beide Welten vereinbaren können, nämlich nicht echtzeitrelevante Teile mit einem echtzeitrelevanten Teil zu verheiraten, der auch noch zertifizierbar sein muss. Das heißt, das können wir mit unserem Separierungskernel bewerkstelligen. Das bedeutet für Palkus im Automotive-Umfeld, dass wir zertifizierungsfertig für die ISO 26262 sind. Wir können verschiedene ASIL-Level in so einem sogenannten Mixed Safety and Security Szenario miteinander vermischen. Das heißt, wir müssen nicht das komplette System nach dem höchsten Standard zertifizieren, sondern halt nur Kernel und Systemsoftware nach dem höchsten Standard plus halt die Applikation. Die restlichen abgetrennten Teile des Systems, die vielleicht sogar Linux beinhalten können, fallen dann nicht unter die Zertifizierungsreglements. Wir können mit verschiedenen APIs arbeiten, weil wir ein Hypervisor sind, können wir also auch Gäste aufnehmen wie ein Autosar oder ein POSIX-System. Linux und Android sind Gäste, die ich oft sehe im Automotive-Umfeld. Wir können auch durch unsere Bestimmungen der verschiedenen Zeitpartitionen die ganze Bootzeit gut kontrollieren, also hier auch so ein Fastboot implementieren, dass wir kritische Partitionen zuerst starten, um zum Beispiel CAN-Botschaften auf dem CAN-Bus möglichst schnell beantworten zu können und erst später halt das Linux-System zu starten, was eventuell dann für die Bildschirme oder nicht so kritische Applikationen verantwortlich ist. Durch die Separierung kann man natürlich auch sein Time-to-Market verbessern, indem man halt an Zulieferer wirklich eine Partition bereitstellt. Diese Partition unterliegt dann den Konfigurationsmöglichkeiten des Auftraggebers. Hier kann der Auftraggeber dann festlegen, wie viel RAM und wie viel Rechenzeit zur Verfügung steht. Das wird von PalQuest fest überwacht. Das heißt, man stellt auch sehr schnell fest, wer seine Ressourcen halt überschreitet oder zu weit ausnutzt und kann da also auch sehr genau festlegen, wie das System auszusehen hat. Und damit verringern sich natürlich die Abhängigkeiten und die Fehlerpropagierung untereinander. Abschließend möchte ich ganz kurz nochmal zusammenfassen. Also PalQuest ist auf Multicore
Standards schon zertifiziert worden. Die Artefakte, also die Dokumentation für diese Zertifizierung sind verfügbar. Wir haben alle Prozesse, die wir für die Entwicklung als auch im Firmenumfeld brauchen, um eine Zertifizierung zu bestehen, schon alle festgelegt. Und unsere Erfahrung in den letzten 20 Jahren gibt natürlich auch da uns recht gute Sicherheit, unsere Kunden zu unterstützen, weil wir schon doch durch einige Täler durchwandert sind und wissen, wie wir nun über die Probleme hinwegkommen. Nichtsdestotrotz, jedes Projekt ist eigen. Wir müssen da speziell schauen, welche Anforderungen sind da, was müssen wir tun. Die meisten, gerade Multicore-Projekte, sind recht komplex. Also hier ist es auf jeden Fall wichtig, sich das genau anzugucken, was wir machen müssen und wo wir hingehen und welche Anforderungen da bestehen. Ich möchte Ihnen hiermit für Ihre Aufmerksamkeit danken. Ich hoffe, dass Sie was gelernt haben, dass ich was Interessantes erzählt habe und möchte damit das Wort an den Herrn Niklas weitergeben, der Ihnen jetzt mit seiner Live-Demo von der Vectorcast-Software erzählen wird. Ja, herzlichen Dank, Herr Berg. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch schon ein paar Fragen gesehen zu dem Thema, zu Ihrem Vortrag im Chat, in der Webinar-Software. Vorher werde ich Ihnen noch ganz kurz was zu Vectorcast sagen und auch mal zeigen, wie Vectorcast in diesem PikeOS-Umfeld funktionieren kann. Ja, erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Ingo Niklas. Ich bin sogenannter Field Application Engineer bei der Firma Vector Software. Das heißt, ich mache technischen Support, habe also viel mit Kunden auch zu tun, darf auch Webinare halten hin und wieder, mache Trainings für Vectorcast und gehe auch zu Messen und muss auch da leider manchmal Vorträge halten. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Webinar eine PikeOS-Demo-Lizenz bekommen mit diesem Entwicklungsumgebung Codeo. Und wir haben mal geschaut, wie wir in diesem Umfeld das Testen unterstützen können mit Vectorcast. Und zwar, wenn wir uns die PikeOS-Architektur generell mal anschauen, der Herr Berg hat es ja schon vorgestellt, es gibt verschiedene Bereiche, wo Sie eigene Software implementieren können. Entweder als Application hier oben in diesem User Space Partitions. Es ist auch möglich, einzelne Bereiche der Implementierung, sag ich mal, von dieser Architektur, von diesem PikeOS, um eigenen Code zu erweitern, eigene Treiber, eigene Systemerweiterungen. Jetzt, wenn wir vom Thema Multicore sprechen, Multicore ist jetzt kein klassisches Problem vom Unit-Test. Im Unit-Test spielt es eigentlich keine Rolle, mit wie viel Cores wir testen. Wenn wir Multicore speziell testen wollen, dann würde man das eher im Systemtest machen. Das heißt, man testet das komplette System. Da bietet Vectorcast insofern Unterstützung, als wir Ihnen eine Code-Coverage liefern können aus dem Systemtest. Das heißt, egal in welchem Bereich Sie Ihre Software einsetzen, innerhalb dieser PikeOS-Architektur, ob Sie jetzt eine eigene Applikation haben oder ob Sie Erweiterungen am Herzstück von PikeOS haben, Sie würden mithilfe von Vectorcast den Quellcode instrumentieren können und machen dann Ihren Systemtest mit den instrumentierten Quellen. Der Systemtest selber würde natürlich genauso laufen. Als Ergebnis bekommen Sie dann zurück eine Codeabdeckung, also eine Code-Coverage-Information, welche Teile meiner Software oder Ihrer Software wurden durchlaufen innerhalb Ihres Systemtests, welche Teile wurden vielleicht nicht durchlaufen. Die Reports und Metriken, die Vectorcast liefert, sind insofern eben informativ, dass man sieht, wo müsste man noch mehr Testaufwand spendieren, wie hat sich mein Test im Laufe der Zeit entwickelt, wie gut ist mein System getestet. Wir haben auch eine Art Risikoanalyse, also dass wir Ihnen zeigen können, wie groß ist das Risiko eines Fehlers in verschiedenen Softwarebereichen, weil die Komplexität des Codes an der Stelle größer ist. Und wir können das Ganze auch gegenüberstellen der Codeabdeckung. Das heißt, wir können sagen, dieser Teil ist zum Beispiel sehr kritisch, weil er sehr komplex ist, aber er ist auch gut getestet oder entsprechend schlecht getestet und man sollte in dem Bereich vielleicht noch mehr Testaktivitäten spendieren. Das Schöne, was wir dann mit dem Systemtest auch noch machen können, ist, wir können ein sogenanntes Change-Based Testing unterstützen, CBT. Und zwar können Sie natürlich Ihren Systemtest
so machen, wie Sie wollen, wegen mir 3 Wochen am Stück testen und Sie kriegen eine große Code-Coverage-Information, wo Sie sehen, welche Teile wurden durchlaufen oder nicht durchlaufen. Was Sie aber auch machen können, ist, Sie können sehr viel granularer testen, dass Sie sagen, ich mache jetzt einen einzelnen Test, zum Beispiel einen requirements-basierten Test, einen anforderungsbasierten Test. Ich teste genau dieses Requirement und ich gucke mir dazu die Code-Abdeckung an. Was Sie daraus bekommen, wenn Sie die Code-Abdeckung wirklich pro Requirement bezogenen Test speichern, Sie kriegen die Traceability vom Requirement zum Quellcode, was zum Beispiel auch von dem einen oder anderen Standard gefordert ist, dass man eine Traceability von der Anforderung bis runter zur Quellcode-Zeile darlegt. Was anderes, was wir damit machen können, ist, wir können dieses Change-Based Testing unterstützen. Wenn Sie also eine Codeänderung machen, sei es eine Fehlerbeseitigung, sei es Continuous Integration, dass Sie ein neues Feature implementieren, die Frage ist, müssen Sie für jede Codeänderung, die Sie machen, wirklich alle Systemtests neu durchlaufen? Sowas kann eine Weile dauern, vielleicht 3 Wochen, vielleicht 5 Wochen, wenn Sie wirklich alle Systemtests laufen lassen, vielleicht auch noch manuell. Mit Vectorcast können wir sagen, welcher Systemtest von welcher Codeänderung betroffen ist und insbesondere welcher Systemtest nicht davon betroffen ist. Und eben änderungsbasiert sagen, dieser oder jener Systemtest müsste neu ausgeführt werden, wenn Sie eine Codeänderung machen. Das hat natürlich den Vorteil, dass Sie nicht alles neu machen müssen, sondern wirklich nur das, was auch von der Codeänderung betroffen ist, und entsprechend sparen Sie Zeit. Gut. Jetzt für dieses Webinar möchte ich Ihnen zeigen einmal einen Unit-Test. Auch da bekommen wir Codeabdeckung. Im Unit-Test mit Vectorcast ist es so, ich habe jetzt mit dieser Codeo-Entwicklungsumgebung, wie gesagt, gearbeitet. Und innerhalb dieser Codeo-Entwicklungsumgebung bekommt man auch die Möglichkeit, mit dem Quick-Emulator zu testen. Das heißt, ich teste nicht mit der wirklichen Hardware, sondern ich teste hier unten mit dem Quick-Emulator, der mit in dieser Codeo-Umgebung drin ist. Das heißt, ich muss nicht mit der echten Hardware testen. Die Unit-Test-Applikation, also die Applikation, mit der ich jetzt den Test mache auf diesem einen C-Feld, das ich testen möchte, läuft hier oben in diesem User-Space-Bereich als Applikation. Das heißt, wir können den Unit-Test tatsächlich auf dem Zielsystem ausführen und Vectorcast bildet dementsprechend diese Unit-Test-Applikation. Wie passiert das jetzt? Sie wählen eine Datei aus, die Sie testen möchten. Im Unit-Test eine Datei, wenn Sie mehr als eine Datei testen möchten, wenn Sie einen Integrationstest oder so eine Art Komponententest machen wollen, können Sie natürlich auch mehr als einen File nehmen. Dieses eine File soll getestet werden auf Herz und Nieren, die Funktionen darin sollen getestet werden. Dazu bildet Vectorcast automatisiert diesen Testtreiber hier vorne, in dem das Main ist, in dem die Funktionen drin sind, um die Funktionen zu testen in diesem C-File, also die Aufrufe der Funktionen mit den entsprechenden Testdaten. Vectorcast bildet automatisch Stubs oder Mocks oder Fakes oder wie auch immer man die Dinger nennen mag. Also wir bilden automatisiert Dummy-Funktionen für Funktionen, die in ihrem von ihrem Unit an der Test aufgerufen werden, aber außerhalb implementiert sind. Man will diese normalerweise nicht mit im Unit-Test drin haben. Wenn Sie irgendwelchen echten Code haben, den Sie mit dazu nehmen möchten, dann wird er eben entsprechend dazu gelinkt oder auch dazu kompiliert. Das kann zum Beispiel sein, sowas wie memcopy oder malloc, also Dinge, die von Ihrem Compiler kommen oder auch Dinge, die irgendwie von Libraries kommen, können mit dazu gelinkt werden. Und schließlich, wenn Sie irgendeinen Startup-Code haben, irgendwas, was Sie brauchen, um überhaupt was ans Laufen zu kriegen auf der Hardware, können Sie auch das mit in den Unit-Test reinnehmen. Daraus bildet Vectorcast dann, wie gesagt, das Unit-Test-Executable. Wir kompilieren mit Ihrem Compiler, wir linken mit Ihrem Linker und führen dann den Unit-Test auf Ihrem Zielsystem aus. Die Testdaten selber liegen getrennt davon und Sie können dann den Unit-Test eben pro Test ausführen auf dem Zielsystem, kriegen die Ergebnisse zurück. Und auch hier unterstützen wir natürlich dieses Change-Based-Testing. Das heißt, wir können sagen, wenn Sie eine Quellcode-Änderung machen, erstmal, welche Testumgebung ist von der Quellcode-Änderung betroffen, also welcher Unit-Test oder Integrationstest müsste denn jetzt nochmal ausgeführt werden. Auch die Testfälle selber innerhalb dieser Unit-Test-Umgebung können wir eben entscheiden anhand der Codeänderung, welcher Testfall muss neu ausgeführt werden und welcher ist vielleicht überhaupt nicht davon betroffen, weil er eine ganz andere Funktion betrifft als die, die sich geändert hat. Dann zeige ich Ihnen das Ganze jetzt mal innerhalb von Vectorcast. Wir sehen hier die Übersicht über unser Projekt. Wir haben hier
eine relativ kleine Applikation. Ich habe nur zwei Integrationstestumgebungen, also mit mehr als einem C-File innerhalb der Testumgebung. Und ich habe drei Unit-Testumgebungen, also wo einzelne Files getestet werden. Die Applikation selber ist, wie gesagt, relativ klein, besteht nur aus ein paar C-Files. Wir können uns hier zum Beispiel anschauen die Code-Coverage. Das heißt, wir können gucken, wie sieht denn die Codeabdeckung zu diesem C-File aus. Und hier innerhalb von Vectorcast können wir uns die Codeabdeckung anschauen aus allen Testumgebungen, in denen dieses C-File vorkommt, also aus Systemtest, Integrationstest oder Unit-Testumgebungen, die dieses C-File testen. Wir sehen die aggregierte Code-Coverage zu diesem File. Wenn wir hier mit der Maus drüber gehen, sehen wir auch, welche Testumgebung uns die Code-Coverage für einzelne Zeilen liefert. Das ist natürlich eine ganz interessante Information. Wenn wir jetzt hier die Code-Coverage erhöhen wollen, wenn wir zum Beispiel hier noch den Lobster-Zweig haben wollen, dann können wir diese Unit-Test-Umgebung dieses C-Files öffnen. Das ist in dem Fall hier diese Test-Suite-Manager. Hier haben wir die Funktion, die wir im Unit-Test getestet haben. Da gibt es schon einen Testfall, wo wir die Funktion aufrufen mit einem Hühnchen. Diesen Testfall kann ich jetzt einfach duplizieren, kann aus dem Hühnchen hier zum Beispiel einen Homer machen und dann auch den entsprechenden Preis hier unten anpassen. Auf Details will ich jetzt hier gar nicht eingehen, wie wir diese Testumgebung oder diese Testfälle gebildet haben. Auf jeden Fall führe ich jetzt den Testfall aus. Hier unten sehen wir, dass ein Job läuft. Der wird also auf dem Zielsystem ausgeführt. Sobald wir die Ergebnisse zurückhaben, sehen wir dann den Execution Report. Also wir sehen, dass wir die Funktionen aufgerufen haben, dass wir verschiedene Überprüfungen gemacht haben, den Testfall bestanden haben. Und wir sehen hier natürlich auch eine Code Coverage. Das heißt, wir sehen, dass wir jetzt hier auch den Lobster-Zweig durchlaufen haben. Das Ausführen des Jobs hat, wie gesagt, auf PyCOS stattgefunden mit Zuhilfenahme von dem Quick-Emulator. Wir sehen, dass wir hier einen Batch-File aufgerufen haben, um diese Applikation innerhalb von PyCOS zu starten. Verschiedene Befehle, die hier zum Linken gemacht werden und zum starken Starten der Umgebung, der Testumgebung. Irgendwo wird auch der Quemo aufgerufen. Ich glaube, das ist hier der Aufruf. Der Testfall wird ausgeführt und die Ergebnisse werden zurückgeholt und dann an der GUI angezeigt. Das heißt, auch für den Testfall-Designer macht es eigentlich keinen Unterschied, wo die Testfälle am Ende laufen. Vectorcast macht quasi die Ausführung auf dem tatsächlichen Zielsystem. Wenn wir dann hier mit unseren Testfällen fertig sind, dann können wir raus aus dieser Unit-Test-Umgebung. Der neue Testfall wird mit in unser Projekt übernommen und hier könnten wir jetzt zum Beispiel auch mal einen inkrementellen Rebuild machen. Also wir können sagen, bilde mal alles neu, was neu gebildet werden muss. Das ist in dem Fall nicht viel, denn wir haben keinen Code geändert. Den Testfall hatten wir schon ausgeführt, das heißt, wir haben nicht betroffene Testfälle, die also nicht neu ausgeführt werden mussten und wir haben keine Testfälle, die neu ausgeführt werden mussten. Wenn es jetzt an das Thema Reporting geht, wir haben einmal hier so einen Widget, der uns anzeigt, wie es mit der Code Coverage im Projekt aussieht. Zum Beispiel können wir hier auch sortieren nach zyklomatischer Komplexität. Wir können auch filtern. Wir können sagen, zeig mir nur die Funktionen an, die weniger als 30% Codeabdeckung haben. Und wir haben eben auch noch das Analytics, mit dem wir uns auch noch mehr Daten anzeigen können. Und zwar baut auch das hier auf diesem Projekt auf. Das heißt, ich kann hier das VC Dash mal aufrufen. Das Ganze ist serverbasiert. Das heißt, wir haben einen Server, der zum Beispiel im Intranet bei Ihnen die Daten zum Projekt zur Verfügung stellen kann. Und die Clients können sich dann verbinden mit dem Server und sich die Informationen zum Projekt holen. Vectorcast zeigt Ihnen hier verschiedene Metriken und Statistiken an. Zum Beispiel haben wir hier, wie viele Funktionen, wie sieht es mit der Codeabdeckung aus im Schnitt, wie sieht es mit der Komplexität aus im Schnitt, die ist bei mir sehr gut. Also wenn Sie auf 2,23 kommen, dann sind Sie gut in Ihrer Applikation. Wir haben auch Ergebnisse der statischen Codeanalyse mit hier in diesem Dashboard.
Und dann können wir eben zum Beispiel auf File-Ebene sehen, wie komplex oder wie groß ist der Code. Also auf der linken Seite zeigen wir Ihnen die Codegröße im Vergleich zur Code-Coverage und auf der rechten Seite die Komplexität des Codes im Vergleich zur Code-Coverage. Grün ist eben gut abgedeckter Code, das heißt normalerweise auch gut getesteter Code, und rot ist sehr schlecht getesteter Code, weil er noch überhaupt keine Codeabdeckung hat. Das heißt, hier müssten wir auf jeden Fall noch Testaktivitäten spendieren. Das ist ein Beispiel einer Ansicht. Wir haben hier auch noch andere Ansichten. Zum Beispiel können wir uns diese Komplexitätsrisikoanalyse anschauen. Das heißt, wir sehen, wie komplex ist unser Code, wie groß ist das Risiko eines Fehlers in diesem Code aufgrund der zyklomatischen Komplexität und wie gut ist der Code getestet in dem Bereich. Was wir auch noch haben, sind zum Beispiel nur die Ergebnisse der statischen Codeanalyse, also Größe des Codes im Vergleich zu nicht angemeckete Funktionen der statischen Codeanalyse. Das Ganze ist konfigurierbar, je nachdem, welche Informationen Sie sich interessieren, kann man die in diesem Dashboard hier konfigurieren. Gut, das war das, was ich Ihnen zeigen wollte zum Thema Vectorcast innerhalb dieser PyCore-S-Umgebung. Dann gebe ich jetzt zurück zu meinem Kollegen Winfried Schröder ins Funkhaus. Ja, vielen Dank für Ihre Präsentation. Wir möchten nun Fragen beantworten und die während der Präsentation an uns gerichtet wurden. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, richten Sie diese bitte jederzeit über das Fragenfenster an uns. Ich fange mal bei Herrn Berg an. Haben Sie schon Fragen bekommen, die Sie vielleicht beantworten können und möchten? Ja, da sind schon einige reingekommen. Ich fange einfach mal in der Reihenfolge an, wie ich die jetzt hier zeitlich sehe. Die erste Frage war ja, welche Methoden kommen beim Beweis der Determiniertheit zum Einsatz? Ja, gute Frage. Das ist im Zertifizierungsumfeld eine Menge Handarbeit. Wir analysieren den Code, versuchen, die Worst-Case-Pfade zu finden mit entsprechenden Tools, wie auch eben gerade demonstriert, über Code Coverage und andere Dinge, und werden dann also die Test Cases so instrumentalisieren, dass halt dort die Worst Case Pfade in dem Code eingeschlagen werden. Dann wird natürlich auch noch mal ein bisschen randomisiert gearbeitet und dann das Ergebnis halt im Histogramm dargestellt, um zu schauen, wie es weitergeht. Das ist natürlich auch alles ein bisschen so unsere Secret Sauce, die wir haben als Zertifizierungsfirma und haben dann ein ganz großes Test-Framework, um halt solche Dinge abzuklären. Im Endeffekt testen wir wirklich jede einzelne Funktion, die halt aufgerufen werden kann aus den User-Applikationen, und dann gibt es halt ein ganz großes Dokument im Endeffekt, wo jede einzelne PyCore-S-Version mit ihrem Timing-Verhalten dargestellt ist. Zudem gehen wir halt auch sicher, dass halt der Umfeld der Ausführung halt in Worst-Case-Szenarien vorbereitet ist. Das heißt, die Caches und alle anderen Memory-Bereiche sind so vorgefüllt, dass sie halt im schlimmstmöglichsten Zustand sind. Wir schauen also schon drauf, dass das System genau die größten Zeiten da wirklich produziert, die wir so absehen können. Aber wie gesagt, es ist viel Handarbeit und deshalb sind Zertifizierungen gerade im höheren Level langwierig und schwierig und mit sehr viel Erfahrung nur durchzuziehen. Dann habe ich noch eine zweite Frage, die ich hier sehe. Und zwar wird gefragt, welche Hardware-Features sollte eine Multicore-CPU mitbringen, um eine effiziente Ausführung von PyCores zu gewährleisten? Wird weiter ausgeführt, dass nicht alle ARM-Cores die Virtualisierung in gleicher Weise unterstützen, und im Speziellen, wie gut Multicores und der verschiedenen Cortex-Familien unterstützt werden. Ja, das stimmt. Virtualisierung, hatte ich ja auch in der Präsentation angesprochen, werden von ARM-Cores unterschiedlich unterstützt. Also ab dem A15, also A15, A7, A53, diese Cores unterstützen alle die sogenannte Hardware-Virtualisierung. Das ist also ein Feature der Cores selber, die wir ausnutzen können.
um dem Gastsystem tatsächlich einen eigenen User- und Kernel-Mode zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir müssen, wenn wir Hardware virtualisieren, das Gastbetriebssystem nicht mehr anpassen. Das ist sinnvoll, wenn man halt nur binären Zugriff auf das entsprechende Gastsystem hat, aber auch bringt es Performance-Vorteile, weil wir hier nicht mehr wegen allen Memory-Aktionen zum Beispiel in den PyQuest-Kernel reinrufen müssen, sondern das kann das Gastsystem dann selber regeln und über die Hardware-Methoden, die CPU zur Verfügung stellt, können wir dann als Hypervisor sozusagen in einer Privilegierungsstufe drüber liegen das immer noch unter Kontrolle halten, was das Gastsystem dann macht. Also im Prinzip unterstützen wir alle Cortex-A-Familien-Cores. Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zwischen der Unterstützung in Bezug auf Multicore. Also da werden alle Varianten unterstützt. Die Cortex A53, die mit ihrer 64-Bit-Architektur haben natürlich durchaus einen Performance-Vorteil, weil sie da einfach durch ihre neue ARM-Architektur da besser aufgestellt sind, höhere Performancen zu erreichen. Das sehen wir auch in unseren Benchmarks. Dann würde ich gerne an den Herrn Niklas nochmal weitergeben. Vielleicht sind auf der Vectorcast-Seite ein paar Fragen, die er beantworten möchte, und ich schaue dann nochmal durch die Liste, was ich für mich noch finde. Sehr gerne. Ich habe hier eine Frage, die sich mit der Requirements Traceability beschäftigt, wie das Ganze über Toolgrenzen hinweg erfolgen kann. Der Herr Schröder hatte ja schon gezeigt, dass wir Integrationen haben zu verschiedenen Tools, zum Beispiel auch zu Requirements Management Tools, ohne da jetzt auf einzelne Beispiele eingehen zu wollen. Was Vectorcast machen kann, ist, wir können die Requirements importieren in die Testumgebung. Das heißt, wir haben dann die eindeutige ID des Requirements oder der Anforderung aus Ihrem Requirements Management Tool plus den Titel plus die Beschreibung. Und das können wir zuordnen einem Testfall oder auch einer Code-Coverage-Information aus dem Systemtest. Und das Ganze können wir dann aber wieder abhängig vom Requirements Management System auch wieder exportieren zurück in Ihr Requirements Management System. Und die Informationen könnte man sich dann zum Beispiel da anschauen. Zum Beispiel können wir die Code Coverage als HTML-File speichern, dass man dann zum Beispiel mit an das Requirement dranhängen könnte innerhalb des Requirements Management Systems. Ich habe hier eine weitere Frage zum Thema, wie Vectorcast automatisiert Testtreiber und Stubs erzeugt. Das Ganze funktioniert so, dass wir erstmal Ihren Präprozessor über das C-File laufen lassen. Oder C++-File, wenn wir jetzt von C++ sprechen würden. Vectorcast unterstützt übrigens auch noch ADA, falls die Frage auch noch da sein sollte. Also ADA, C oder C++. Wir lassen also erstmal den Präprozessor drüber laufen, der die Header ausklappt und die Makros auflöst, parsen dann den Code und anhand dessen, also der Vorwortdeklaration der Funktion, bilden wir dann eben die Stubs entsprechend. Vectorcast bildet Quellcode und den Code übersetzen wir dann mit Ihrem Compiler, sodass Sie auch sichergestellt haben, dass der Code am Ende genauso generiert wird und getestet wird, wie er später auch beim Kunden zum Einsatz kommt, weil wir eben den gleichen Compiler mit vorzugsweise den gleichen Einstellungen verwenden und auf dem gleichen Zielsystem testen. Eine letzte Frage habe ich noch zum Thema Äquivalenzklassen, ob Vectorcast Äquivalenzklassentest unterstützt. Die Frage ist zwar auf Englisch, aber ich erlaube mir mal auf Deutsch zu antworten. Vectorcast unterstützt Äquivalenzklassentest, und zwar macht Vectorcast eine Wertebereichsanalyse von allen Schnittstellenparametern. Das machen wir sogar auf dem Zielsystem, also wir nehmen nicht irgendwelche Min- oder Max-Konstanten zu den Basistypen, sondern wir ermitteln die wirklich auf dem Zielsystem in dem Moment, wo man die Testumgebung bildet, und unterstützen dann einen Äquivalenzklassentest insofern, als wir sagen, wir haben automatisiert einen Test, wo wir die Funktion aufrufen, entweder mit dem kleinsten Wert, also mit Minimum, oder mit einem Maximum oder mit ein paar Werten dazwischen. Das Ganze kann man dann so machen, wenn man mehrere Parameter hat, dass man sich aussuchen kann, ob die Parameter einzeln, also parallel hochgezählt werden sollen, oder ob wir alle möglichen Kombinationen daraus testen wollen. Also das ist ein Beispiel für eine Art von automatisch generierten Testfällen, die Vectorcast unterstützt. Wir haben noch andere, wir unterstützen auch BasisPass automatisiert generierte Testfälle oder MCDC automatisch generierte Testfälle, aber dazu dann vielleicht außerhalb des Webinars mehr, wenn noch Fragen sind. Ja, Herr Berg, hatten Sie noch
Fragen, die Ich habe dazu noch gekommen eine sind. gefunden hier, ja. Und zwar kam eine Frage an, ob man wo nähere Informationen zur PyQuest nativen API finden kann. Ja, öffentlich nicht, weil PyQuest ein proprietäres Betriebssystem ist. Prinzipiell lehnen wir uns zwar an den akademischen L4 Microkernel an, aber es ist halt eine eigene Implementierung von Cisco, die jetzt keine ja, Open Source Software oder so in der Art beinhaltet. Aber gerne können wir dort auch außerhalb des Seminars hier Kontakt aufnehmen. Und wir haben auf jeden Fall Evaluierungsprogramme und können auch Dokumentation zur Verfügung stellen, wenn wir da einen direkten Kontakt zu Interessenten haben. Ich sehe von meiner Seite jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Deshalb wollte ich mal zurückgeben an den Herrn Schröder. Ja, ich denke, dann sind wir am Ende des heutigen Webinars. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich erstmal bei Herrn Berg und Herrn Niklas für die Vorträge zu bedanken und natürlich bei allen Teilnehmern für das Interesse an dem heutigen Webinar. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie die natürlich sehr gerne per E-Mail an mich oder an Herrn Niklas oder an Herrn Berg richten. Noch ein Hinweis, die Aufzeichnung des Webinars wird in wenigen Tagen auf vectorcast.com zur Verfügung stehen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen noch einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.